Das Ganze wird rechts enden. Damals waren die Leute, mit denen wir uns beschäftigen mussten, ein narzisstischer Lehrer, ein selbsternannter Lebenscoach mit einer Leidenschaft für alternative Wahrheiten, eine spirituelle Friedenskämpferin und ihr monologisierender YouTuber-Kumpel. Bei all ihnen zeichneten sich Motive ab, die, weitergedacht, tief in einem verschwörungsgläubigen, braun-esoterischen, völkischen, antirationalen Sumpf führen. Aber so explizit war das erstmal nicht. Zumindest nicht, solange man sich nicht die menschenverachtenden Nachrichten in den Telegram-Chats durchgelesen hat. Nun finden in Deutschland und Österreich Mobilisierungen aus der gleichen Szene statt. Und scheinbar ganz plötzlich sind nun Nazis und neue Faschisten federführend. Auch in Münster sind Menschen wie der AfD-Mann Richard Mohl oder der Nazi-Streamer Gabbe mit von der Partie. Man würde am liebsten schreien, das haben wir euch doch gleich gesagt. Unsere These hat sich bestätigt, nicht wenige in Deutschland sind für eine rechte Mobilisierung bereit. Corona bot einen Anlass, um eine unterschwellige Tendenz aufbrausen zu lassen und diverse Bereiche, die für eine solche rechte Mobilisierung anfällig sind, zusammenzubringen. Dabei sind die Übergänge nach rechts fließend. Das erkennt man nicht zuletzt an den Parolen der Schwurbler. Bei einem vagen Protest gegen die Maßnahmen und für Grundrechte bleibt es nicht. Anstelle einer bewussten Kritik von Gesellschaft und Ideologie bieten Schwurbler willkürliche Assoziationen an, bauen ihre Eindrücke zu Theorien um und docken an schon existierendes Verschwörungsdenken an. Ein weiterer Teil der Parolen offenbarte aber schon früh, wie die gemeinte Alternative für die Schwurbler aussehen soll. Völkisch, dauermobilisiert, durch und durch autoritär. Hier haben wir sie, die ganz klassische, konformistische Revolte, die aus ihrem eigenen Gestus der Rebellion herauslebt, mit dem sie die unbegriffene Ohnmacht des bürgerlichen Subjekts durch eine fantasierte Selbstermächtigung zu überwinden versucht. Dabei bleiben die realen Gründe der Ohnmacht stets unangetastet und ungeklärt. Entweder verpasst die konformistische Revolte die realen gesellschaftlichen Verhältnisse konsequent oder bestätigt und radikalisiert sie in ihrem unheilvollen Charakter. All das ist brandgefährlich. Faschistische Gedanken werden nämlich dann bedrohlicher, wenn sie an Massen anschließen, die dabei denken, sie seien besonders rebellisch oder Ausdruck eines gesunden Menschenverstandes. Wenn faschistisch Mobilisierte sich nicht explizit als Rechte verstehen und sie dabei laut weiter von Freiheit reden können. Dabei könnte man die Frage nach der Verhältnismäßigkeit und Zwecktauglichkeit der Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung sehr wohl stellen, besonders wenn sie eine Einschränkung bestimmter Freiheiten mit sich bringen. Man muss aber in der Lage sein, diese Frage richtig zu stellen. Und dafür braucht man vor allem einen richtigen Begriff von Freiheit. Zuerst gilt, es sind nicht erst die staatlichen Maßnahmen, die die Freiheit einschränken. Es ist zuerst einmal die Pandemie selbst. Eine Krankheit, die Gesundheit und Leben bedroht, schränkt Freiheiten ein. Das gilt umso mehr für besonders gefährdete Menschen. Und noch grundsätzlicher gilt, die Unfreiheit der Pandemie verbindet sich mit der Unfreiheit, die dieser Gesellschaftsform eigen ist. Und deshalb hat diese Gesellschaft auch ein widersprüchliches Verhältnis zur Freiheit, obwohl sie sich ständig darauf bezieht. Ob man es will oder nicht, unterliegt diese kapitalistische Gesellschaft sich verselbstständigten Prozessen. Ihr letzter Zweck ist nicht die größtmöglichste Freiheit für alle, nicht die Hervorbringung der Mittel für ein gutes Leben für alle, nicht die Zurückdrängung der lebensgefährlichen Aspekte der Natur. Vielmehr werden diese Ziele dem eigentlichen Zweck untergeordnet, und dieser Zweck ist die Schöpfung und Akkumulation von Mehrwert. Was heißt das in der Pandemie? Man wird eben doch nicht alles tun, um die Bedrohung durch Corona zu verringern und um solidarisch eine Antwort zu geben. Man wird es aufgrund dieser Form dieser Gesellschaft nicht tun können. Nicht wegen mangelndem Willen oder mangelnder Kompetenz, sondern weil dies in unserer Gesellschaftsform nicht funktioniert. Deutlich wurde, das Gesundheitssystem ist in dieser Gesellschaft kein Selbstzweck. Egal ob in der sozialen Arbeit, der Physiotherapie oder im Krankenhaus, muss es immer darum gehen, die wahre Arbeitskraft wieder fit für den Arbeitsmarkt zu machen. Wenn aber ein Gesundheitssystem die Pflege und Heilung von Menschen nicht zum Selbstzweck hat, kann es niemals vorbereitet auf eine unerwartete Pandemie reagieren. Noch weniger, wenn das Gesundheitssystem selbst zum Ort der Wertschöpfung umgebaut wird. So werden Impfstoffe als Ware produziert und vertrieben. Das hat als Konsequenz vermutlich eine verspätete Entwicklung, eine bleibende Knappheit und eine höchst selektive Verbreitung, die ganze Regionen vergisst.
So mussten die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung auch immer Wirtschaftsinteressen berücksichtigen. Wer in Betrieben arbeiten muss, konnte und kann nicht einfach ins Homeoffice gehen und ist damit einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt. Es wurde viel getan, auch einiges richtig. Und trotzdem wurde das Handeln gegen die Pandemie immer anderen Zwängen untergeordnet. Tatsächlich brauchen wir eine Mobilisierung. Ja, für die Freiheit und für das Leben, aber nicht wie die Schwurbler da drüben. Wir brauchen eine Mobilisierung für die Freigabe der Patente. Eine Mobilisierung für die bestmögliche Bekämpfung des Virus selbst. Ohne Rücksicht auf Profitinteressen. Eine Mobilisierung für eine solidarische Gestaltung der Maßnahmen, die keine zurücklässt und nicht zulasten von Freiheit und Privatleben geht, wenn andere mögliche Lösungen doch möglich wären. Eine Mobilisierung für eine solidarische Überwindung der Krise, damit ihre Kosten nicht auf die, die ohnehin am stärksten betroffen sind, abgesetzt wird. Wir müssen ehrlich sein. Die Ziele, die wir aufgelistet haben, widersprechen den Leitprinzipien dieser kapitalistischen Gesellschaft, die sich immer an Mehrwertschöpfung orientiert, weil sie sich daran orientieren muss, um zu funktionieren. Lass uns deshalb alles tun, damit, wenn unglücklicherweise eine nächste Pandemie oder eine nächste Welle auf uns zukommt, sie uns mit einer anderen Gesellschaft auffindet. Eine Gesellschaft, die fähig ist, bewusst, selbstbestimmt und solidarisch gegen das Virus vorzugehen. Eine bewusste Vergesellschaftung, die ebenso bewusste und solidarische Maßnahmen zur Beendigung der Pandemie setzen kann. Eine Gesellschaft, die deutlich weniger Anlass dafür bietet, dass Menschen sich dem offenen Wahn hingeben. Denn Freiheit ist nur in einer solchen Gesellschaft möglich. Vielen Dank. Wir wollen jetzt noch ein bisschen hier bleiben und machen noch mal ein bisschen Musik vom Band und bleiben noch ein bisschen hier. Vielen Dank schon mal an alle, die heute hierhin gekommen sind, die ein deutliches Zeichen gesetzt haben. Ich glaube, wir waren insgesamt mehr als 300. Ich glaube, das ist schon mal ein gutes und starkes Zeichen. Und ich gehe davon aus, dass wir nächste Woche auch wieder hier sind.